Engel, Hiobs Botschaft, Brandland, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Prolog. Geh fort, Liebster, geh ganz weit fort. Der Blick von den höchsten Zinnen des Himmels zeigt den Horizont in Flammen. In den sengenden Winden segeln die Engel wie Möwen an einem heißen Sommertag. Doch keine wilden Möwenschreie von Ferne und Freiheit erfüllen die Luft, sondern der Lärm der Schlacht. Vor dem allgegenwärtigen Summen und Brummen der Dämonenflügel erklingt Waffengeklirr. Hin und wieder auch ein Schrei, wenn ein Engel fällt, oder ein Kreischen, wenn eine der mächtigen Kreaturen sterbend in die Tiefe trudelt. Flammenschwerter spiegeln sich in schwarzen Facettenaugen. Doch sobald die scharfen Kiefer sich öffnen, bricht glühende Lava hervor, die Fleisch und Gefieder zersetzt. Zu Tausenden stürzen die erschlagenen Traumsaatkreaturen in die Tiefe. Die Waffen und Flügel der Engel glänzen schwarz von ihrem stinkenden Blut. Doch vom Horizont kommen immer neue, immer größere Kreaturen. Aus dem Feuer und dem Rauch werden die Diener des Herrn der Fliegen über die Erde kommen, und unermesslich ist ihre Zahl. In rasendem Wirbel dreht sich der tödliche Tanz um die Zinnen. Wie blutiger Schnee bedecken Federn die Wehrgänge der Burg. Jenseits der Mauern brodelt ein Meer winziger, schwarzer Dämonen. Aus den geborstenen Leibern ihrer mächtigen Verwandten sind sie aufgestiegen. Woge um Woge prallt gegen die Brustwehr. Einzeln nicht lästiger als eine Fliege ist die Luft nun von dem immer schriller werdenden Schwirren ihrer kaum sichtbaren Flügel erfüllt. Dann wird seine Stimme erklingen, furchtbar und laut, und er wird eure Seelen fordern, und nur die reinsten und standhaftesten werden ihm widerstehen. Sei standhaft, Geliebter, halte dich fern von dieser Schlacht. Und der Himmel fällt, die Traumsaat krallt nach seinen Mauern und Türmen. Begierig, endlich eine Festung des Glaubens zu verschlingen. Begierig, endlich ihrem Herrn das Geheimnis zu bringen, das in seinen Tiefen ruht. Doch hoch droben, über der Schlacht, steht die reinste, die standhafteste, das Mädchen. In ihren Händen der Schlüssel zur großer Macht und Zerstörung, ein Werkzeug des Herrn. Als ein Klang um die höchsten Zinnen des Himmels schallt, lässt er die schwarzen Herzen der Traumsaat erstarren. Doch es gibt kein Entrinnen. Noch in der Luft entzünden sich ihre Leiber und vergehen in Flammen. Auch der Himmel brennt. Aus Pfeilern und Wänden bricht das Feuer hervor und verschlingt Holz, Stein und Stahl mit göttlichem Zorn. Nicht das schmutzige Rot, Feuer und der schwarze Qualm des Brandlandes verzehren den Himmel, sondern strahlend weiße Flammen reinigen das Schlachtfeld und erlösen die Gefallenen. Kehr um, Geliebter, kehr zu mir zurück, deine Heimat ist vergangen. Es ist Anne, Schwester Oberin. Sie hatte wieder einen Traum, eine Vision. Die junge Novizin sah die Ältere verängstigt an. Sie wusste nicht, wovor sie sich mehr fürchten sollte. Vor Anne, die neben ihr plötzlich schreiend in ihrem Bett gesessen hatte, oder davor, der Oberin mitten in der Nacht diese Kunde zu bringen. Aber die alte Mutter Oberin war selbst von Annes Schrei geweckt worden. Sie nickte nur stumm,
legte sich eine Decke um und folgte dem Mädchen ins Dormitorium der Novizinnen. »Schwester Camille, was ist geschehen?« »Anne, Schwester Oberin, sie hat auf einer Kerzengerade in ihrem Bett gesessen und geschrien. Zuerst waren alle nur ganz entsetzt und haben nichts verstanden. Doch dann, als sie mit ihr geredet haben, hat sie gesagt, der Himmel der Raguliten sei gefallen.« »Das ist doch Unsinn!« Die Oberin trat zu Anne, die schweigend auf ihrem Bett saß und die Wand anstarrte. »Was hast du geträumt, Kind?« fragte sie mit fester Stimme. Doch Anne schwieg. »Antworte mir, Anne. Was hast du gesehen?« »Alles brennt.« Annes Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ihr Blick war immer noch in unbestimmte Ferne gerichtet. Leise fuhr sie fort. »Die Traumsaat ist gegen den Himmel der Raguliten gezogen. Die Engel wurden in einer furchtbaren Schlacht besiegt. Doch bevor der Himmel dem Herrn der Fliegen in die Hände fallen konnte, wurde er durch ein göttliches Feuer vernichtet. So wie der Himmel fiel, wird auch unser Kloster fallen. Die Traumsaat naht.« Die Oberin drehte sich um und starrte in die ängstlichen Gesichter der versammelten Novizinnen und Beginen. »Schwester Anne redet wirr. Das nächste Fegefeuer ist weit über 100 Kilometer entfernt. Wir sind hier sicher. An all dem ist nur dieser Engel schuld. Seine Aura hat ihren Geist getrübt. Schwester Camille, Schwester Eva, bringt sie in die Büßerzelle, das wird sie wieder zur Vernunft bringen.« Seit jener Nacht sprach Anne kein Wort mehr. Cumulus sah die sechs Engel über den Rand seiner Brille an. Sie hatten ihm jetzt schon über eine Stunde schweigend zugehört, während er ihnen eine Legende nach der anderen erzählt hatte. Irgendwie war er heute zum Geschichtenerzählen aufgelegt. »Und das ist nicht alles«, fuhr er fort. »Dort steht weiter, es wird die Schweigende erscheinen, und sie wird es sein, die den Gefallenen den Weg ans Licht weisen kann. Wenn der Himmel in Flammen steht und die Herzen der Menschen von Finsternis erfüllt sind, wird sie die Hoffnung der Welt sein.« Er schwieg und wandte sich wieder seinen Karten zu. Während er das Regal mit den unzähligen Pergamentrollen nach der richtigen absuchte, konnte er die fragenden Blicke der Engelschar in seinem Rücken spüren. Endlich hatte er die Karte gefunden, wegen der die Schar den weiten Weg von Mont-Salvage hierher gekommen war. Vorsichtig zog er die Rolle unter den anderen hervor und drehte sich wieder zu den Engeln um. »Aber ihr seid nicht wegen den alten Prophezeiungen oder dem Ordensbuch hier, sondern wegen dieser Weltkarte. Ab Gunda hat mich angewiesen, sie euch als Geschenk für Ab Gilaum zu übergeben. Möge sie die Archive des Himmels der Ureliten bereichern und dazu beitragen, dass Ab Gilaum in seiner Amtszeit Gutes tue und Großes erreiche.« Nachdem die Schar sich verabschiedet hatte, stand Cumulus noch lange am Bogenfenster seines Kartenarchivs und blickte nachdenklich auf die Felder und das Gassengewirr von Trondheim herab. Er hatte die Engel nicht gekannt. Nur den Raguliten hatte er früher schon einmal gesehen. Trotzdem hatte er ihnen mehr erzählt als so manchem Besucher aus Trondheim selbst. Es war eine Investition in die Zukunft. Manchmal war es gut, Wissen auszusehen, damit es irgendwann einmal, wenn die Zeit gekommen war, Früchte trug.